Das war ein wunderbarer Monat und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die anderen Mädels sind in der Zeit irgendwie so ein Stück von meiner Familie geworden. Also es waren schon die geilsten und aufregendsten 4 Wochen meines Lebens bis jetzt. Mädels, wir sehen uns wieder, okay? Ja. Schwört drauf! Wir schwören drauf! Ich kann es kaum mehr erwarten, kann unsere Zukunft schon sehen. Leute, wo seid ihr? Silkan. Endlich bin ich mal wieder hier. Es ist irgendwie echt krass. So ein bisschen bekannt kommt es mir auch schon vor. Die Wohngemeinschaft. Liebe Luisa, willkommen in Palma. Danke. Die Kathedrale hast du ja sicher schon entdeckt, aber entdeckst du auch deine frühere Mitbewohnerin? Sie wartet an der Touristeninfo auf dich. Touristeninfo. Alter, das ist Buse. Buse! Digga, scheiß auf! Genau wie früher. Lass dich anschauen, du Mensch! Ja, du hast sie auch, wobei die Haare sind kürzer. Ja, die Haare sind kürzer. Danke. Achso, wow. Bei mir hat sich was geändert, mein Name. Also ich heiße jetzt nicht mehr Buse, Ella. Sondern Ella, genau. Ella. Stimmt. Also, genau. Ich hab das gesehen. Ja, du hast dich auf den sozialen Medien und alles umgeändert. Genau, das ist Ella. Sie heißt halt Buse für mich so. Und jetzt immer Ella, Ella zu sagen, ja, das muss ich mir echt einprägen. Hast du schon irgendwen gesehen? Nicht außer das. Also ich habe das, aber weiß nicht, wo er steht. Hey, mach mal so, vielleicht blinkt hier irgendwas. Hat er gleich so dieses Müllauto da hinten oder so? Nee. Oh, warte mal. Oh, ein Hinweis. Von der Wohngemeinschaft. Liebe Ella und liebe Luisa, euer Auto steht am Hafen von Palma. Fahren darf, wer über 21 Jahre alt ist. Am Plaza de Trasana holt ihr die nächsten WG-Bewohnerinnen ab. Alter, bist du über 21 schon? Ja. Du nicht? Nee. Nein, warte, ich bin 21 alt. Du, ach so, ich du bin 20. 20, ja. Ah. Danke. Die Wohngemeinschaft, ja Mann, ich bin richtig geil, Mann. Da haben wir so ein bisschen mehr Kraft. Oh. Ah, da vorne ist ein Ding. Das ist mir drauf natürlich umgefallen. Hier ist irgendwas hin. Wow. Krass. Alter, automatische Tür. Wie groß! Krass! Fett! Geil! Alter! Was für ein geiler Pool! Fett! Alter! Das ist ja riesig! Alter, hier ist ja auch ein Kicker! Geil! Nice! Man kann hier ja alles machen! Ich glaube, ich habe noch nie so eine krasse, große Finca mit Grundstück gesehen. Krass! Wir waren einfach beeindruckt. Wir haben nicht damit gerechnet, so ein schönes Haus vorzufinden. Ach, ist das schön. Bonjour, amigos. Nous sommes cool. Ey, fehlt es ja doch eine Yacht oder eine Muffa. Ey, das ist es wirklich. Alter, wie geil ist das denn? Ich finde diesen Jeep so geil. Ja, da. Oh, das ist gar nicht so weit. Wir sind wer es wohl ist, ich bin so gespannt. Ich oh mein auch. Gott. Ich auch. Wir sind gleich da. Geil. Ja, muss das ja auch irgendwo sein. Die Wohngemeinschaft. Ach du Scheiße, ist das groß hier. Ist hier jemand? Hallo? Hi. Ey! Jonas, den kenne ich doch. Dicker, krass. Ah. Na?
Gut, und Sam? Krass, dass ich krass verändert. Alter. Digga, 8 Jahre nicht gesehen, ne? Ja, ciao. Krass, Digga, Mann, wie geht's dir? Ja, gut. Und hier? Ja, mega. Alter, sind wir noch alleine? Ja, ich hab noch keinen gesehen. Du bist jetzt gerade der Erste. Ich hab mich gerade kurz hingechillt. Bogenschießen? Krass, Digga, das wird sie doch sehen. Alter, hier werden wir so eine geile Zeit haben, das glaube ich auch. Du bist mal vergleichst, ne? Die Villa damals. Ja. Die war irgendwie so klein. Allein der Pool. Allein die Ente hat da gar nicht reingepasst. Einfach dieser gigantische Poolbereich, dann mit dieser Lounge daneben und dann noch dieser kleinen Bar, die wir da haben. Es ist einfach großartig. Liebe Maya, du wirst gleich abgeholt. Dann geht es weiter nach Santa Maria del Carmi. Alles klar. Wer kommt denn jetzt? Ich war so derbe aufgeregt, bevor ich die Mädels mal wieder gesehen habe, weil in 8 Jahren kann einfach so mega viel passieren. Ey, ist das da hinten Maya? Sind die das? Oh. Alter, ist das... Ja! Maya! Geil! Ah! Oh mein Gott! Ach, sie hat sich hingefallen. Oh mein Gott! Ja, geiles Gefühl, einfach die Mädels wieder zu haben. So nach 8 Jahren hat sich einfach nichts verändert zwischen uns. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Das war ein kleiner Ausrutscher. Was sagst du zu unserer Karre? Derbe geil. Hallo? Ja. Derbe geil. Richtig nice. Glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du da bist. Ich trage 1000 in 1 Kilometer Ankunft Santa Maria del Carmi. Oh mein Gott, mein Gott. Hallo, hallo Jungs. Zur Seite. Ey, deren Ernst? Hallo. Das war das erste und das letzte Mal, dass wir das machen. Typisch, ey, alles liegen gelassen. Hi, Isa. Hi, Isa. Hi, Isa. Oh Gott, seid ihr alle groß, ey. Hi. Ella. Oh, Leute, wie geil. Das ist echt Hammer. Wow. Und wir haben mal wieder einen Pool. Und eine Bar. Wir haben eine Bar. Alter. Nice. Oh mein Gott. Geil. Hammer. Alter, haben wir einen Tennisplatz? Nein, ich kann zwar kein Tennis, aber egal. Alter, wie geil. Oh das ist echt Hammer. Heißt du jetzt Ella oder heißt du Buse? Also Ella. Ich hieß früher Buse und als ich 18 wurde, habe ich dann halt meinen Namen zu Ella umgeändert, weil meine Mom wollte mich eigentlich Ella nennen und mein Opa wollte es damals nicht, blablabla, hin und her. Mit 18 habe ich mich entschieden. Okay. So, jetzt ist sie eine Ella. Ach, jetzt heißt du Ella. Jetzt bin ich eine Ella. Alles klar, alles klar. Eine Ella. Ja, okay. Ella, Ella, you can stand under my umbrella. Haben wir Tiere? Ja, wir haben Schafe. Genau. Also keine Esel mehr, sondern jetzt Schafe. Genau, ihr habt ja schon Erfahrung mit Haustieren. Genau, deswegen haben wir gedacht, was soll da schief gehen? Die Esel sind draußen, die Esel sind draußen! Oh. Was? Oh mein Gott, wo sind die denn? Ich wusste nicht, dass wir überhaupt so ein großes Grundstück besitzen. Und die sind einmal ringsherum gelaufen und wir mussten echt so viel laufen. Und die Esel waren auch so flink und mein Gott, das war richtig blöd. Ja, nee, jetzt ehrlich, wo sind die? Also ja, die sind, leben die noch? Die sind gerade eben danach hinter dem Hügel. Oh, dann los, lass mal. Mhm. Können die beißen? Oh. Achtung, nee, die gehen schon weg. Nee, nicht schon wieder. Ah, wir haben einen unsicheren Schafstall. Alter, die laufen auf die Straße, Leute. Haben wir das Tor zugemacht? Back, 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 back. So. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, wir bleiben zurück. Ja. Damit wir wirklich richtig dicke mit den Schafen werden, müssen wir mit Essen ankommen. Weil bei Essen, da fängt die Freundschaft einfach an. Also ist einfach so. Hallo, Freunde. Alter, wie geil. Das nenne ich mal eine geile Hütte. Krass. Da sind wieder Bilder wie damals. Ach du Scheiße. Aber erstmal will ich auf Danny hinweisen. Sind die Haare noch unter der Cap oder sind die weg? Buse auch richtig. Ella? Ah, Ella, Ella. Ich liebe dein Lächeln einfach. Du hast so eine dicken Lippen, das ist voll geil. Ja. Gib mal was ab. Richtig fotogen. Die sieht einfach auf jeden Fall immer so geil aus. Ja. Ja, ganz kurz einmal. Das ist jetzt so eine kleine Sache, es tut mir echt ein bisschen leid. Aber was hast du angestellt? Ich habe eine starke Allergie gegen Blumen.
Und wir sind ja hier im Botanik- und Floristenparadies gelandet. Und es wäre wirklich schön für mich, wenn ihr das akzeptieren würdet. Und was wir da, aber was, wie reagierst alle Blumen hier rausschaffen würden, bis jetzt wir ernsthaft? Gucken, welche. Ja, jetzt wie ernsthaft? Reagierst du denn? Allergisch. Ich krieg irgendwann keine Luft mehr, geschwollene Augen. Ich sehe dann ganz fürchterlich aus. Ach so, das ist jetzt schon passiert? Ist schon passiert, ja. Also ich habe ja wirklich schon viele Allergien gehört, aber dass Jonas eine Blumenallergie hat, das war so richtig so, okay, was machst du im Sommer, was machst du im Winter? Also es ist schon krass. Nee, das sind Kräuter, die dürfen wieder rein. Die brauchen wir zum Kochen. Wir werden niemals diese Kräuter mehr, die brauchen wir zum Kochen. Ab in die Zimmer. So, ab nach oben. Der erste kriegt das beste Zimmer. Nein. Ich denke, das wird wohl unser Zimmer sein, oder? Sehr gut. Ja. Oh mein Gott, wir haben begehbaren Kleiderschrank. Ja! Und das hier ist unser Zimmer. Hier sind doch keine Blumen. Alles gut. Ja, danke, danke. Oh, Patrick, oh. Geil. Digga, wir haben auch einen begehbaren Kleiderschrank. Hervorragend! Ja, unser Leute. Ganzes Zimmer ist unser begehbarer Kleiderschrank. Wahnsinn! Was ist das denn? Her. Ey, geht die Party schon los oder was? Als wir den Song von unserer WG damals gehört haben, dachte ich so, okay, oh, tolle Begrüßung, was ist da los? Alles klar, Leute. Wir sind dicker, toller Elf, sind wir da. Wir sind dicker, 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 wir werden wahr. Willkommen in der Wohngemeinschaft auf Mallorca. Schön, dass ihr nach fast 8 Jahren wieder dabei seid. Ihr seht neben dem Tablet einen Umschlag, darin findet ihr Geld für die nächsten 2 Wochen. Also 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Davon müsst ihr alle Lebensmittel und auch eure Aktivitäten bezahlen. Ihr habt in den nächsten beiden Wochen die Möglichkeit, 3 Kurzpraktika zu machen. Im Hotel, beim Imker und im Hundesalon. Hundesalon! Alle weiteren Aktionen werden euch per Mail mitgeteilt. Genießt eure Zeit in der Wohngemeinschaft. Oh mein Gott. Okay. Und wisst ihr, warum ich Todesbock habe jetzt? Einfach jetzt in den Pool zu springen. Ohne Witz, komm, Leute. Mit Klamotten oder was? Das ja jetzt, scheiß drauf! So. Ja, ja, okay, 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 okay. So. Nice, ne? Ich habe mich morgens so im Eifer des Gefechts auf meinen Koffer geschmissen und irgendwie versucht, meine ganzen Sachen da reinzudrücken, dass der dann wohl scheinbar irgendwie geplatzt ist. Ein netter Mann musste mir dann helfen, den wieder einzupacken, aber es sah doch auch ganz fancy aus. So habe ich auch noch nie einen Koffer ausgepackt. So sind Koffer ja auch nicht eingepackt normalerweise. Nice! Oh. Jawoll! Der Koffer ist okay. Also müssen wir das Ding auch wieder nach 2 Wochen genauso einpacken? Ja, ich hoffe, in 2 Wochen habe ich eigentlich einen neuen. Oh. Aber das geht nicht von den 1.000 Euro. Selbstverständlich. Das kannst du dir gleich abknicken. Guck mal, was ich gefunden habe. Nein! Socorrista! Socorrista! Live Socorrista! 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 Guck mal, da hinten sind 4 heiße Mädchen auf einem. Auf einer Luftmatratze, ne? Ja. Die hab ich auch schon gesehen. Das wird noch geiler, ne? Digga, wie geil ist das denn? Und ich habe ihm gesagt, er muss es auf jeden Fall einmal am Pool anziehen. Wie sieht's bei dir momentan so Lifestyle-mäßig aus? Hast du eine Freundin? Wohnst du auch zu Hause? Ja, ja, ich habe eine Freundin, ja, seit 2 Jahren und, lass mich überlegen, 7 Monaten ungefähr so. Also das ist schon eine ordentliche Zeit. Über 200 Jahre. Auch mega glücklich, also wirklich perfekt. Schön. Das ist schön. Du, hast du eine Freundin? Ja, ich habe auch eine Freundin seit einem guten Jahr. Echt? Und auch mega glücklich. Ich freue mich halt mega, dass es so gut funktioniert. Ja. Hast du mal ein Foto? Ja, auf dem Handy. Hier. Ach. Süße dir zusammen aus. Ja. Boah, mein Freund hat mir sogar zum Abschied kleine, ja, so eine kleine Collage gebastelt. Alleine drauf, aber so. Ach süß. Luisa, wie sieht's eigentlich mit dir und Kevin aus? Oh Gott, hör auf! Das ist nach der WG, also direkt eigentlich vorbei gewesen, aber es haben immer noch so viele gefragt. Also nein, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen. Ich hatte jetzt letztes Jahr, bis letztes Jahr war ich mit einem zusammen 3 Jahre.
Krass. Aber das, Jahre. Ja, 3 Jahre. Boah, krass, Alter, wie hast du das denn gemacht? Wie hat er das geschafft? Und was ist, wieso ist es dann auseinandergegangen? Ich bin ehrlich, ich dachte mir so, okay, ich glaube, du wirst ihn nicht heiraten. Eben, weil dann sieht man keinen Sinn drin, weißt du? Genau. Du denkst, okay, du bist zusammen, aber du ja, weißt, das ist nicht so für deine Zukunft. Aber du hast einen Freund, ne? Ja, ich habe einen Freund seit, ich glaube, jetzt 1,5 Jahre, also jetzt im Dezember wird es dann 2. Voll schön. Und also ich bin schon so, dass ich mir vorstellen kann, so, okay, das ist schon so der Mann für die Zukunft. Wo hast du den kennengelernt? Ja, ich will auch so einen. Also natürlich, als wir einkaufen gegangen sind. Nein, also Tinder. Es ist halt Tinder, ja. Alle sagen so, Tinder, voll die Fick-App, was ja auch so ein bisschen stimmt, ja. Aber halt nicht nur. Weißt aber du? Wieso hast du dich da angemeldet? Auch wegen? Also an sich, ich war halt... ich hab schon ein bisschen Druck und Bock, oder warum? Nee, ehrlich gesagt, ich war halt neu in Heidelberg und dachte mir, ich war ja dann schon 2 Jahre Single, so kannst du ja jetzt mal ein bisschen dein Single-Leben genießen. So ganz entspannt nach rechts, nee, der ist es nicht, der ist es nicht. Ich will das auch mal ausprobieren. Dann machen wir die hier einfach mal ein. Ja. Meinst du, das läuft ja auch mal auf? Ja, klar. Safe, oder? Das müsste doch überall auf. Ja, es ist einfach mal witzig zu sehen, ne? Wie man so auf andere wirkt und ja, was so passieren kann, ne? Aber jetzt mal ehrlich, die Jungs, ist da für euch was? Was hast du da für einen Tick? Also freiwillige vor, so. Ich stehe eher so auf die Ausländertypen. So, ey, yo. Aber trotzdem 2 hübsche Jungs, also, ne? Also, Jungs, also hässlich sind sie ja, nicht, und ja. Vor allem, man sieht so, die sind schon so männlich. Boom, boom, girl. Dein Blick! Kann unsere Zukunft schon sehen. Wenn ihr nochmal das Video sehen wollt, wie wir uns damals kennengelernt haben, klickt oben. Und ein weiteres Video von Funk findet ihr unten. Bis bald. Tschüss.